Erster Song ist neu, heißt Ich sag Hallo und geht so. Rausgebracht und
Wir haben vorhin an diesem Merch-Stand nachgezählt. Ich habe noch 31 CDs. Dann ist auch vorbei. Und ja, auch, ne, denkt man sich auch dann. Ist lange über den Titel nachgedacht. Und wirklich, habe ich das mal erzählt dir eigentlich? Ich war auf Island. Einen Monat war ich auf Island wandern. Und wir waren wirklich am äußersten östlichen Zipfel, ja. Und da war wirklich zwei Tage, haben wir vier Leute sind uns entgegengekommen. Und irgendwann im Nebel kam es mir dann auch. Unfassbare Geschichte. Ich bin absoluter Storyteller, wie ihr merkt. Okay, der Song ist auf jeden Fall von meinem Debütalbum auch und heißt Ach Bielefeld. Sag ihm, wo du herkommst und sie lachen über dich. Erzähl dir noch, wie schön's da ist und dann lachen sie erst recht. Du bist nicht Hamburg, nicht Berlin, aber auch nicht Neuss oder Wattenscheid. Du bist gemütlich und entspannt in ruhiger Mittelmäßigkeit. Du bist das Örtchen, in dem nachts kein Hund mehr bellt. Du bist so wunderschön, wenn die Sonne auf dich fällt. Die große Kleinstadt, die immer nur verspricht, was sie auch hält. Du bist ein unrasierter Fleck am Arsch der Welt. Ach, Bielefeld. Es gibt nicht wirklich viele Gründe, nach Bielefeld zu reisen. Fußball ist zum Beispiel nicht. Das Schöne daran ist, dass man da nie Touristen trifft. Und in Ostwestfalen an sich erkennt man ja schon daran, wie er spricht. Du bist das Örtchen, in dem nachts kein Hund mehr bellt. Du bist so wunderschön, wenn die Sonne auf dich fällt. Die große Kleinstadt, die immer nur verspricht, was sie auch hält. Du bist ein unrasierter Fleck. Der Welt. Kurz bevor ich herkam, wollte ich eigentlich wieder weg. Mittlerweile ist mein Herz auch so ein unrasierter Fleck. Und auch wenn es mich weiterzieht in die große weite Welt, ich komm auf jeden Fall zurück und ich hab dich lieb. Ach, Bielefeld. Habe ich vorher nicht probiert, den Rotwein. Das ist nichts. Aber ich habe ja noch Wasser. Südafrikanischer Rotwein, glaube ich, habe ich auf der Verpackung auf dem Karton gelesen. Nein, das war ein Scherz. Nee, wir werden hier wirklich sehr, sehr gut versorgt und wurden auch schon vorhin. Wie immer bei der Lauschwoche, wie immer. Ich glaube, ihr habt Michis Agenda mittlerweile verstanden. Und er kümmert sich wirklich sehr gut und das ganze Team kümmert sich sehr, sehr gut um uns. Ja. Ist nicht immer so, als Musiker unterwegs zu sein. Ist nicht immer so. Deswegen kann man das. Da kann man schon mal klatschen. Also müsst ihr nicht nochmal klatschen. Nein, nein, nein. Aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Man kann schon mal klatschen. So. Stimmen. So, was spielen wir denn? Ah ja, sehr schön. Wir spielen noch ein neues Stück von mir. Uns. Mir? Mir. Ich hab's geschrieben. Aber wir spielen zusammen. Wobei gar nicht wahr. Das Stück habe ich wirklich mit Malte zusammengeschrieben. Das ist das Einzige. Okay. Wie auch immer, Malte kommt gleich in dem Text auch noch vor. Deswegen wollte ich Malte, liebe Grüße an Malte. Ne? Sag mal, hallo Malte. Ja, hallo Malte. Super. Bitte? Aus Bielefeld? Nee, Eckernförde. Ach so. Aber Eckernförde ist ja so das Bielefeld von Schleswig-Holstein. Von daher... Der freut sich auf jeden Fall. Das Lied heißt Schakal und ist sowas wie ein Liebeslied. Ich spiele es ohne den Lied. Okay.
verschwende dein Talent. Sie werden von uns sagen, wir waren zu langsam für unsere Zeit. Wir werden es tragen, für immer. Ich bin dein Schakal. Gut möglich, es ist dir ganz egal. Ich bin dein Chamäleon, den Kopf voll mit Helium. Und ich flieg zu dir. Der Fortschritt, dass wir alle vernetzt sind, der Rückschritt, dass wir alle gehetzt sind von diesem Rennen, das wir Leben nennen, von dem wir weder das Ziel noch die Regeln kennen. Sieger der Herzen wird jeder auf seine Art. Malte zum Beispiel spielt gerne Dart. Jeder auf der Welt macht irgendetwas viel lieber als die anderen. Und ich bin dein Schakal. Gut möglich, es ist dir ganz egal, ich bin dein Chamäleon, den Kopf voll mit Helium. Und ich flieg zu dir. Mit traurigen Augen siehst du mich gut, da siehst du mich. Mit traurigen Augen siehst du nicht gut, da siehst du nichts. Ba-da-da-da, 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 ba-da-da-da. Ganz egal. Und ich wär gern dein Enterich, der irgendwann mal gesetzliche Rente kriegt. Dann würdest du mich lieben. Dankeschön. So ist das. Ihr wisst ja nicht, wie das ist. Künstler Sozialkasse. Bist du auch hier, ne? Ja. Mhm. Zum Glück. Mhm. Zum Glück, muss man so sagen. Ich habe übrigens, richtig witzig, in Hamburg gibt es so ein Sauna-Fitness-Ding. Da, also darf ich das jetzt im Internet sagen? Ich weiß es nicht. Muss man immer jetzt alles doppelt denken, wenn ich das später ins Internet stelle. Auf jeden Fall kann man da, wenn man seinen Künstlersozialkassen-Nachweis vorzeigt, kann man dann günstiger rein. Quatsch. Ja. Haben die Mitleid mit Künstlern? Sozusagen. Auf jeden Fall werde ich morgen früh in die Sauna gehen. Das habe ich mir nach so einer halben Stunde Auftritt auch verdient. Ja, so ist das. Harte Leben. Mit afrikanischem Rotwein. Ah, das klingt doch schon sehr schön. Wir spielen noch einen Song von meinem fantastischen Debütalbum Och. Und es ist sehr gut. Noch 31 Stück. Noch 30 Stück höre ich gerade. Der Song ist auch eine Art Liebeslied und
Wenn ihr Lust habt, ich habe dazu vor ein paar Jahren mal ein schönes Video gedreht. Insgesamt waren wir in Hamburg, in Bremerhaven und in Bremerförde, wo ich aufgewachsen bin. Bremerförde, schon mal jemand gehört? Ja, ne? In Buchholz? Klar. Applaus für Bremerförde, oder? Komm schon, Leute. Abi 05. Okay, ich hör auf. Auf jeden Fall merkt man gar nicht, dass wir in drei Städten waren. Schaut euch gerne das Video an, wenn ihr Lust habt. Das Lied ist eine Art Liebeslied, heißt Huckepack und geht so. Und dann sagst du, es gibt so viele Liebeslieder, kaum eins über echte Freundschaft. Ich weiß zwar nicht, was das hier wird, aber ich schenke es dir, ich schenke es dir. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich total genervt von dir. Wir haben uns so richtig schön verpasst, erst nach einigen Wochen getraut, den anderen zu verstehen. Ich schaffe es kaum, dir tiefer in die Augen zu schauen, weil denn jede Festung mir schmilzt und du mich sehen kannst wie keiner sonst, so wie ich bin. Aufgerichtet, gefordert und getreten, hast mir das Lieben wieder beigebracht. Jeder Moment mit dir ist wie ein besseres Leben, und ohne dich irgendwie gar nichts mehr. Und vielleicht bist du das einzige Argument gegen das Ende, das in mir schreit. Und bist du voll von Liebe und Fehlern, pure Menschlichkeit. Ich will meinen wirren Kopf in deine Hände legen, dazu bin ich jetzt bereit. Ich weiß von deinen Dämonen und du von meinen, und irgendwie wär's doch schön, wenn die sich kennenlernen. Ich will alles von dir. Zweifel kennt seinen Wert und ich halte ihn aus. Und wenn der Himmel sich aufklärt, dann bin ich hier, nehm dich Huckepack und trag dich nach Haus. Ich trag dich nach Haus. Ich trag dich nach Haus. Jetzt. Nass. Ja.
Gute Idee. Nase zuhalten, war gerade der Vorschlag. Ich bleib am Wasser. Ihr seid wirklich still. Ich finde es sehr gut. Ich habe in den letzten Jahren eine Ausbildung zum Yogalehrer gemacht, was man so macht, wenn man Psychologie studiert hat. Und ich finde es ja schön, wenn man die Stille aushalten kann. Das geht in unserer schnelllebigen Zeit auf jeden Fall ein bisschen abhanden und fällt dem einen oder anderen schwerer. Und ihr könnt wirklich gut die Stille aushalten. Wir spielen noch einen Song, den habe ich geschrieben. Ich habe lange Zeit sowas wie monothematisch geschrieben. Das heißt, ich musste nach Bielefeld ziehen, habe mir gedacht, was ist denn hier los? Schreibe einen Song über Bielefeld. Und in den letzten Jahren habe ich angefangen, quasi einfach zu assoziieren und zu versuchen, einfach nur unzensiert das aus mir rauszulassen, was da wohl drin ist. Und das ist gar nicht so leicht. Und man hat auch auf jeden Fall so ein bisschen Schiss, was da wohl dann kommt. Was dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel diesen Song am Anfang Hallo oder auch Schakal geschrieben habe, wo ich nicht so genau vorher wusste, was das eigentlich bedeutet oder wo es eigentlich hinführt. Und so ist es auch mit dem Song, den wir jetzt gleich zusammen spielen. Und das Witzige ist, dass mir jetzt so, ich würde sagen, ein Jahr oder anderthalb später klar geworden ist, worum es in dem Song geht. Ja, ist ganz schön. Man kriegt quasi so eine Nachricht aus der Vergangenheit. Und ja, das ist wunderbar. Also ich bin total fasziniert von dieser Art, Songs zu schreiben. Und der Song heißt Winterschlaf und handelt, ich habe lange nicht gewusst, was es eigentlich bedeuten soll für mich. Und der Song handelt im Grunde von dem Zustand, in dem sich viele Menschen befinden, die nach Deutschland geflüchtet sind. Und ich habe einen Freund, der schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise nach Deutschland kam, aus Georgien, und den ich schon viele, viele Jahre kenne. Und das, was ich festgestellt habe, ist, ja, das ist, das kenne ich von ihm. Das heißt, da gibt es jemanden, den ich schon jahrelang kenne, wo ich jetzt weiß, wo das Gefühl herkommt, was ich in diesem Song plötzlich verpackt habe. Und für mich ist es ein absolutes Geschenk und ein wunderbarer Song. Und mittlerweile weiß ich auch, was er bedeutet. Und jetzt kommt nochmal, Jochen, du hattest ja schon einen großen Auftritt an der Kamera, weil wir für den Song so einen kleinen Backing-Track, nennt man das, also quasi eine kleine so rhythmische Untermalung gebaut haben. Würde ich jetzt mal sagen, Jochen waltet seines Amtes und drückt den Play-Button von unserem Backing-Track. Winterschlaf. Sie mit Torten schmeißen. Ich lauf nicht mehr, wenn sie mit
für die Musik. Danke für beste Freunde und für die Musik. Michi? Ja! Ja! Was sagt denn die Uhr? Was sagt die Uhr? Viertel nach zehn. Das ist die Uhrzeit. Welche Uhrzeit? Ich wollte einfach nur mal fragen, habe ich noch eine Minute oder? Das ist selbstverständlich alle Zeit der Welt. Ja? Wie gesagt, ich hab das vorhin Backstage erzählt, den Künstlern. Es gab mal eine Situation, die großartige Künstlerin Käthe, die vielleicht einige von euch kennen, wir haben mal einen Auftritt gehabt in Oldenburg und jeder war informiert, 30 Minuten. Ne? Und ich habe sie dann nach 55 Minuten von der Bühne geholt und habe gesagt, Käthe, jetzt ist Schluss. Aber bis dahin, also nicht ganz bis dahin, aber. Was er sagt. Oh, das ist. Dann spiele ich euch noch einen neuen Song. Ich fand es gerade ganz spannend, lieber Michi, dass aus deinem Mund das Wort zu hören, Spiritualität, fand ich total interessant. Wir haben hinten auch schon wild diskutiert, könnt ihr euch vorstellen. Wir hatten schon viel zu reden. Und ich habe einen Song geschrieben, den ich sozusagen meinen spirituellen Song nennen würde und habe gedacht, vielleicht passt er einfach ganz gut heute Abend hier rein. Für mich ist der Song kostbar und schaut doch mal, was ihr mitmacht. Ich würde euch auf jeden Fall mit diesem Song in den Abend entlassen, der noch weitergeht und vielleicht, wenn ihr Lust habt, denkt mal an die Leute, die links und rechts von euch sitzen und wünscht ihnen einfach mal alles Gute, egal ob ihr die kennt oder nicht. Song heißt Dreh dich zum Licht und geht so. Du läufst Straßen, die führen nirgendwo hin.
siehst Mauern, wo gar keine sind. Du fällst Bäume, lässt sie auf dich fallen. Du pollst in den Wald, genau da deine Worte fallen. Dreh dich zum Licht und schwing. Dreh dich zum Licht, hier kannst du einfach sein. Dreh dich zum Licht und schwing. Dreh dich zum Licht, heilst von allein. Das sind die Künstler, die wir brauchen.